und plötzlich war es Krebs. Mein Name ist Frank Lüngen. Ich bin 53 Jahre alt, lebe in Hamburg, bin verheiratet und habe diese unglaubliche Krankheit Krebs, Lymphdrüsenkrebs. Ich mache diesen Podcast hier nicht für mich, sondern in meiner Zeit, nachdem ich die Diagnose von meinen Ärzten aus dem Krankenhaus in Hamburg-Bergedorf bekommen habe, habe ich Tage und Nächte lang das Internet durchforscht. Ich habe gegoogelt, was das Zeug hält. Ich habe alles gelesen, was es zu lesen gibt. Ich habe mich an jedem Strohhalm hochgezogen, der mich motiviert hat, zu kämpfen. Zu kämpfen für das Leben. Zu kämpfen für meine Familie. Zu kämpfen für mich. Für meine Frau. Wir sind sehr stark gewesen. Sehr stark. Und weil ich weiß, dass da draußen Tausende von Menschen sind, die diese Krankheit auch haben oder bekommen, auch die Hilfe brauchen, auch Informationen suchen, auch den einzelnen Strohhalm suchen, mache ich diesen Podcast. Ich möchte hier noch zu sagen, die Namen der Ärzte habe ich geändert. Die sind frei erfunden, eben aus rechtlichen Gründen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich wünsche viel, viel Spaß bei meinem Podcast. Aber das verkneife ich mir. Es war der 27.04.2020 in Hamburg-Bergedorf im Krankenhaus. Es ist Corona-Zeit. Nachmittags um 3 Uhr ging die Türe auf. Besuch bekommt man ja sowieso nicht in der Corona-Zeit im Krankenhaus. Und eine Ärztin, die einige Male schon bei mir war, mit der ich diverse Sachen schon besprochen hatte, die schon diverse Untersuchungen veranlasst hatte, steht mitten in meinem Krankenzimmer. Ich hatte ein sehr schönes Krankenzimmer, Privatstation, zwei kleine rote Ledersesselchen mit einem Tisch, großes Fenster mit Blick ins Grüne. Sie stand da mit ihrem Mundschutz und ich konnte ihre Mimik gar nicht erkennen. Wie sie mir erzählte und mir diverse Bilder von meinem Oberkörper zeigte aus einem CT, wie sie sagte, Herr Lüngen, jetzt müssen Sie stark sein. Wir sind uns ziemlich sicher, Sie haben Krebs. Sie haben einen Tumor hinter dem Zwerchfell im Rücken um die Wirbelsäule. Und es ist Lymphdrüsenkrebs. Sie müssen jetzt ganz stark sein. Brauchen Sie vielleicht psychologische Betreuung? Wenn Sie irgendwas an Hilfe brauchen, sagen Sie es mir. Wir machen jetzt noch einige Untersuchungen, Blutabnahme und morgen können Sie nach Hause. Dann machen Sie sich ein schönes Wochenende, lassen es richtig gut gehen. Und nächste Woche melden wir uns hier vom Krankenhaus wieder bei Ihnen. Ihr Fall geht jetzt in die Tumorkonferenz in Hamburg. Da sitzen diverse Spezialisten, die eben mit Krebs und Tumor arbeiten und werden Ihren Fall sich genauestens angucken. Und dann werden wir uns Dienstag oder Mittwoch bei Ihnen melden und versuchen, Ihnen Hilfestellung zu leisten und Ihnen erzählen, was wir oder was Sie nun machen können. Es tut mir sehr leid, aber so ist es eben. Ich sagte Dankeschön
und sie verschwand wieder durch die Tür und ich war mutterseelenalleine in meinem schnickenschönen Krankenzimmer. Was jetzt? Ich kann doch nicht meine Frau anrufen und ihr am Telefon sagen: Du Schatz, ich habe Krebs. Ich habe einen Tumor. Das geht ja gar nicht. Es ist Corona-Zeit, sie darf mich nicht besuchen. Und so bat ich sie, mit dem Auto zum Krankenhaus zu kommen, in einer Stunde, an einem Hintereingang, wo Krankentransporte ein- und ausgingen, mit dem Auto da anzufahren und ich würde bei ihr ins Auto einsteigen. Gemacht, getan, eine Stunde später fuhr meine Frau mit dem Auto vor. Wir fuhren vom Parkplatz runter, circa 1 Kilometer bis zum Friedhof Bergedorf auf dem Parkplatz und haben fürchterlich geweint. Aber nun mal der Reihe nach. Bereits Ende 2019 ging es mir schon ziemlich schlecht. Ich konnte nur noch unter Schmerzmittel überhaupt meinen Job nachgehen. Ich arbeite in einem Büro in Hamburg an der Alster und sitze so 7 bis 8 Stunden am Tag an meinem Schreibtisch. Unglaubliche Rückenschmerzen. Ich bekam immer stärkere Rückenschmerzen. Ich war mal sehr stark übergewichtig und habe über 100 Kilo abgenommen. Mit meinem Freund Axel. Axel ist mein Hausarzt. Axel hat heutzutage eine Praxis in Flensburg und ist ein ganz guter Freund, mit dem ich über alles reden kann, auf dem ich mich 1000%ig als mein Arzt verlassen kann. Und wieder besuchte ich Axel und erzählte Axel Rückenschmerzen ohne Ende. Er gab mir eine Überweisung fürs Röntgen und ich bekam relativ zügig einen Termin, Mitte Dezember, und bereits 3 Tage später hatte er ein Fax mit einer Begutachtung, mit einer Beurteilung vom Röntgenunternehmen hier in Hamburg. Ganz klar, die linke Hüfte ist so gut wie Totalschaden, die rechte geht noch, aber die linke muss dringend gemacht werden. Da mein körperlicher Zustand aber gar nicht so in der Lage ist im Moment, ja, so eine OP zu machen, haben wir beschlossen, haben wir uns überlegt, gemeinsam, wir beantragen eine Reha. Und nach der Reha gehe ich dann ins Krankenhaus und lasse mir, wenn es geht, eine neue Hüfte einbauen. Mit der Philosophie, nach der Hüfte eine zusätzliche Reha. Um dann zu schauen, wie es aussieht. Der Antrag wurde gestellt. Bereits 4 Wochen später, Mitte Januar, hatten wir schon eine Zusage für einen Reha-Platz. Termin kommt. Und mir ging es immer schlechter. Der Januar war für mich ein Albtraum. Schmerzen, Rückenschmerzen. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen. Selbst das Autofahren, meine größte Leidenschaft, fiel mir sehr, 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 sehr schwer. Immer öfter war ich krankgeschrieben. Ich konnte einfach nicht. Ich war nicht in der Lage, länger wie eine Stunde in meinem Bürostuhl zu sitzen, um meiner Tätigkeit nachzugehen. Ich war nicht in der Lage, mich auf meinen Job zu konzentrieren, vor Schmerzen. Ich nahm unglaublich viele Schmerztabletten, um nur zu überleben, jeden Tag im Job. Jeden Tag meinen Mann stehen, jeden Tag gute Miene zum bösen Spiel. Ich wusste, dass es nicht gesund ist und mein Blutdruck ging hoch. Je mehr Tabletten ich nahm, je mehr ging der Blutdruck hoch. Wieder zu Axel, er gab mir Blutdrucktabletten. Du musst jetzt Geduld haben, bis es
bis du eine neue Hüfte bekommst. Mir wird's immer schlechter. Mein körperlicher Zustand ließ echt zu wünschen über. Daraufhin haben wir überlegt, wir müssen nochmal eine Blutabnahme machen, wir müssen uns das Ganze nochmal genauestens angucken. Die Blutwerte waren nicht gut. Vitamin D, C, Mangel, die roten Blutkörperchen viel zu wenig. Eigentlich alles blöd. Alles lief nicht wirklich gut. Ende Februar, Anfang März besuchte ich wieder Axel und berichtete davon, dass mir schlecht ist. Bauchweh. Ich habe gebrochen. Ich habe Brechgefühl. Ich werde morgens wach und habe das Gefühl, ich muss brechen. Aber es kommt nichts. Ich habe das Gefühl, ich muss brechen, es kommt nichts. Was müssen wir machen? Er überlegte sich, weißt du, wir machen eine Magen- und Darmspiegelung. Erstmal eine Magenspiegelung, wer weiß, was da los ist. Ich bekam eine Überweisung und fuhr wieder nach Hause. Corona-Zeit. Telefonieren, ein Krankenhaus, eine Arztpraxis, ein Krankenhaus, eine Arztpraxis. Kein Mensch war in der Lage, in der Corona-Zeit Anfang März mir einen Termin zu geben für eine Magenspiegelung. Ja, seid denn ihr alle verrückt? Ich brauche jetzt eine Magenspiegelung. Nein, nach Corona können Sie wiederkommen. Im Moment machen wir keine Magen- und Darmspiegelung. Unglaublich. Jeden Tag ging es mir schlechter. Jeden Tag, manchmal musste ich bis zu 10-mal am Tag brechen. Ich hatte nur das Gefühl, ich muss brechen. Es kam nur Flüssigkeit, Spucke. Aber dieses Würgen ist unglaublich anstrengend für mich gewesen. Und wieder habe ich mich bei Axel gemeldet. Axel, so geht es nicht weiter. Irgendwann, Anfang April, sagt Axel, wir müssen überlegen, ob wir nicht hingehen und dich in ein Krankenhaus einweisen. Wir müssen die Option überlegen. Ich kann so nichts für dich machen. Ich bin allgemeiner Arzt, ich kann weder eine Magenspiegelung noch eine Darmspiegelung machen, ich kann sie veranlassen, aber wir müssen es machen lassen. Und wenn es nicht anders geht, musst du halt als Notfallopfer in ein Krankenhaus gehen und dich einweisen lassen. Okay, wir haben es uns zu überlegen. Hab's mit meiner Frau lange überlegt. Aber das Wochenende darauf war noch viel schlimmer. Mittlerweile war ich auch schon wieder 2 Wochen krankgeschrieben und konnte gar nicht arbeiten gehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein Rücken bricht mir durch. Unglaubliche Schmerzen. Und dann dauernd dieses Würgen. Und an einem Sonntagmittag war es dann zu viel. Ich habe schon 17 Mal gewürgt heute. 17 Mal hatte ich das Gefühl, ich muss brechen. 17 Mal rannte ich schon zur Toilette bis zum Mittag. Ich saß eigentlich oder stand nur vor der Toilette den ganzen Morgen. Daraufhin habe ich Axel angerufen und ihm das erzählt. Und er hat gesagt, es ist soweit. Du musst ins Krankenhaus. Geh morgen früh in die Notfallaufnahme in Hamburg-Bergedorf und lasse dich auf den Kopf stellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Am Montagmorgen um 8 Uhr standen wir vor dem Krankenhaus Hamburg-Bergedorf. Notaufnahme. Meine Frau ließ mich aus dem Auto. Ich nahm meine Tasche. Habe nochmal gewunken und verschwand hinter dieser Tür.
Da war diese Notaufnahme, diese nette junge Frau, die mich fragte, wie sie helfen kann. Habe von meinen Problemen berichtet. Sie hat alle Daten aufgenommen, Krankenkasse, etc. etc. und bat mich, noch einen Moment Platz zu nehmen. Gespenstig in dieser Corona-Zeit, hier in diesem Warteraum. Es dauerte eine halbe Stunde und eine Ärztin kam, rief mich und legte mir einen Zugang für Blutabnahme und diverses. Ich durfte wieder in den Warteraum und musste warten. So eine halbe Stunde. Dann kam ein Arzt und eine Ärztin, die riefen mich zu sich in ihr Zimmer, in ihr Ärzteraum, in ihr Sprechzimmer und sagten: Nehmen Sie doch die Unterlagen, gehen Sie hier rechts runter, da machen wir jetzt einen Ultraschall von Ihrem Oberkörper und von Ihrem Hals. Okay. Gesagt, getan. Kurz in einem Wartebereich wieder gewartet. Ein junger Mann machte dann diese Untersuchungen, schrieb 6, 7, 8 Sätze, druckte es aus, drückte mir den Zettel in die Hand, das Schreiben, und ich ging mit dem Schreiben wieder nach vorne im Wartebereich. Es dauerte 10 Minuten. Da kommt ein Pfleger mit einem Bett angefahren, der Arzt gleich hinterher und sagte: Herr Lüngen, wir müssen Sie auf die Intensivstation fahren. Sie haben akutes Nierenversagen. Ach du heiliger Bimbam, was denn jetzt? Ich nahm mir erstmal mein Handy, schrieb erstmal eine WhatsApp an meine Frau. Das dauert hier länger. Ich glaube, ich bleibe hier ein paar Tage hier. Sie werden mich jetzt auf die Intensivstation verfrachten. Akutes Nierenversagen. Ein paar Stunden später auf der Intensivstation haben sie mich verkabelt. Ich bekam Infusionen, hing an so einem Tropf. Ich musste viel trinken und genauso viel pinkeln. Und bekam Medikamente für meine Nieren. Öfters standen diverse Ärzte vor mir mit ihren Unterlagen und haben sich beraten und haben Blutwerte, Sauerstoffwerte, Nierenwerte sich angeguckt und beraten. Nach 2 Tagen wurden die Nieren, ja, ich denke mal rein durchgespült, bedeutend besser. Die Werte wurden besser. So dass sie nach 3 Tagen auf der Intensivstation mich auf eine normale Station verfrachteten. Da ich eine Versicherung habe für Krankenhaus-Einzelbettzimmer, kam ich auf die Privatstation und bekam mein Einzelzimmer, mein Einzelbettzimmer. Schnickes, schönes Zimmer, gutes Bett mit Badezimmer, mit allem, was dazugehört. Sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr gut. Ich war da schon zweimal. Gefällt mir. Hat ein bisschen was von Hotel. Bin dann wieder auf meinem Zimmer und so stand dann ein Arzt und eine Ärztin vor mir. Ich möchte bewusst hier in diesem Podcast keine Namen nennen. Ärzte aus dem Krankenhaus Bergedorf. Sie berichteten, Ihre Nieren funktionieren jetzt wieder, ist alles bedeutend besser, wir machen die Therapie weiter. Sie bekommen trotzdem die nächsten 2, 3 Tage noch einen Tropf und lassen wir Flüssigkeit reinlaufen. Das wird schon wieder, da bin ich mir ziemlich sicher. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Aber sie berichteten, dass sie die letzten Tage rund 8 bis 9 Kilo abgenommen haben. Und von Magenschmerzen, das Brechen etc.
Und all das macht uns dann doch ein bisschen Kopfweh. Wir würden ganz gerne noch ein paar Untersuchungen machen. Wollen wir nicht morgen eine Magenspiegelung machen? Hups, da war da was. Jetzt geht's auch mit einer Magenspiegelung. Habe gebeten, für alle diese Untersuchungen mich kurz in den Himmel zu schicken. Narkose, nicht so einfache, sondern schlafen. Gemacht, getan, am anderen Morgen nichts essen, nichts trinken. Und so bekam ich dann einen Tag danach, ich glaube, es war schon Donnerstag, eine Magenspiegelung. Morgens früh. Nachmittags steht die Ärztin vor mir und sagte: Alles in Ordnung mit Ihrem Magen, da ist nichts. Wir würden ganz gerne morgen eine Darmspiegelung machen. Na gut, dann machen wir morgen eine Darmspiegelung. Nichts essen, eine Flüssigkeit trinken, eine gewisse Flüssigkeit, um den Darm zu entleeren, und dann machen wir eine Darmspiegelung. Gesagt, getan. Freitags nachmittags kam sie mit dem Kollegen und sagte: Am Darm ist nichts. Da ist alles okay, keine Probleme. Hier kommt die Ursache für Ihr Problem nicht her. Wir überlegen jetzt mal im Team, was wir noch weiter machen würden. Am Wochenende würden wir Sie gerne noch weiter mit, Medikamenten bearbeiten, und am Montag würden wir gerne ein CT machen, ein Ganzkörper-CT. Okay, gerne. Ich bin ja froh, dass ich geholfen werde. Montagmorgen, das Krankenbett wurde wieder runtergefahren in die Röntgenabteilung und ich bekam ein Ganzkörper-CT gemacht. Nachmittags standen dann vor mir die Ärzte und haben nach diverse Fragen gestellt. Was für Medikamente haben Sie noch genommen? Wie geht es Ihnen zurzeit? Wir würden ganz gerne noch ein paar Untersuchungen machen. Wir würden ganz gerne morgen bei Ihnen Knochenmark-Untersuchungen machen. Wir nehmen das und können dann mal schauen, was da los ist, ob da irgendwelche Probleme sind. Gesagt, getan, Narkose, und die haben ihren Job gemacht. Am Tag danach sprachen sie davon, sie würden ganz gerne aus meinem Rücken Gewebeproben nehmen. Ich würde ins CT wieder bei den Kollegen vom CT vorbeischauen. Sie würden aber dann nur eine örtliche Betäubung, weil sie müssten an der Wirbelsäule eine Gewebeprobe nehmen. Es dauert ungefähr 1,5 Stunden. Sie bekommen eine Rückenmarknarkose. Es ist etwas unangenehm, aber Sie können das. Sie schaffen das, Herr Lüngen. Und danach sehen wir weiter. Gemacht, getan. Runtergefahren mit dem Bett. Ich wurde angeschlossen. Eine Kanüle lag sowieso noch, ein Zugang für Medikamente. Und sie haben geröntgt, haben gespritzt, haben die Nadel reingesetzt, Zentimeter für Zentimeter, haben die sehr professionellen Ärzte gearbeitet. 14 Zentimeter sind sie in meinen Rücken gegangen mit einer Nadel und haben dann Gewebeproben gezogen, die in einen kleinen Behälter kamen, 5 cm hoch, 3 cm breit. Man drückte mir das durchsichtige Paket in die Hand und sagte: Nehmen Sie es mit hoch und geben Sie es oben bei den Ärzten ab, der Rest folgt. Am Tag danach ging die Türe auf. Es war der 27.
4.4.2020 und die Ärztin stand vor mir mit ihren Akten, mit Bildern von meinem Körper, von meinem Oberkörper. Sie hatte ihre Mundmaske an und sie sagte: Herr Lüngen, jetzt müssen Sie stark sein. Sie haben Krebs. Sie haben einen Tumor im Rücken von Durchmesser von 20 cm. Ein Riesentumor. Es ist kein Wunder, dass Sie solche Schmerzen im Rücken haben. Sie müssen jetzt stark sein. Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Familienangehörige? Können wir was für Sie tun? Ich sagte, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe, muss das kurz verkraften. Ich melde mich. Und die Tür machte sie hinter sich zu und verschwand. Und ich stand alleine in meinem Zimmer, in meinem Schnicken, Krankenzimmer und dachte nur, und plötzlich hatte ich Krebs. Wie anfangs schon berichtet, wusste ich jetzt nicht genau, was ich jetzt machen soll. Ich möchte doch mit meiner Frau reden. Ich muss ja mit jemandem reden. Was mache ich jetzt? Ich kann ihn doch nicht anrufen und sagen, oh, ich habe Krebs. Rufe ich Axel an? Axel, was soll ich machen? Axel, ich brauche Hilfe. Ich entschied mich, Sibylle anzurufen, meine Frau, und zu sagen, komm, lass uns in einer Stunde hier am Krankenhaus treffen. Ich steige bei dir in den Wagen und wir fahren irgendwo hin. Am liebsten würde ich ganz woanders hinfahren, weit weg. Ich würde flüchten wollen. Flüchten vor der Krankheit, flüchten vor das Ungewisse. Muss ich sterben? Erlebe ich noch Weihnachten? Was denken die Leute? Fallen mir eventuell jetzt die Haare aus bei einer Chemotherapie? Kann ich jemals wieder arbeiten? Ich liebe meinen Job. Fragen über Fragen, die ich jetzt gar nicht beantworten konnte. Eine Stunde später stand meine Frau unten an der Türe. Ich stieg ein. Wir fuhren ein paar Minuten bis auf einen Parkplatz vom Friedhof und wir haben geredet, wir haben geweint und haben überlegt, was machen wir jetzt? Morgen darf ich nach Hause. Sie werden heute mir noch Medikamente geben. Sie werden mich morgen früh noch eine Blutuntersuchung machen. Nach der Blutuntersuchung werden Sie den Bericht fertig machen und mich nach Hause schicken. Ich melde mich morgen früh und schreibe dir oder rufe dich an, wann du mich abholen kannst. Gesagt, getan. Eine Stunde später, es war mittlerweile 18 Uhr, war ich wieder auf der Station, saß auf meinem Krankenbett und wusste gar nicht, was ist morgen. Ich wusste gar nicht, was ist überhaupt los. Was geht da in meinem Kopf ab? Fernseh hatte ich keinen Bock. Das Telefon klingelte, Freunde riefen an, wollten sicherlich wissen, wie es mir geht. Mein Chef rief an, wollte hören, wie es geht. Ich bin nirgendwo dran gegangen. Ich hatte keine Lust, mit irgendjemand zu telefonieren. Axel rief an. Axel hat jeden Tag mit meiner Frau telefoniert und hat sich jeden Tag informiert, hat sich mit dem Krankenhaus auseinandergesetzt und war sehr, sehr, sehr beunruhigt. Die Nacht war der Albtraum. Man sitzt ganz alleine in diesem Zimmer,
in diesem Krankenzimmer und ist der einsamste Mensch der Welt. Keinen zum Reden, keiner da, gar nichts. Man grübelt, man googelt, man macht sich schlau, man versucht so viel wie möglich Informationen zu saugen, an jedem Strohhalm sich festhalten. Grauenhaft. Diese Nacht war die schlimmste Nacht meines Lebens. Am Tag danach ging alles relativ schnell. Um 12 Uhr war ich zu Hause. Und erstmal durchatmen und zu Hause ankommen und überlegen, wie geht es jetzt